Wie entstehen eigentlich Gewitter und Blitze? Was sind die physikalischen Zusammenhänge? Wie entstehen diese gigantischen elektrischen Spannungen zwischen einer Wolke und dem Erdboden, die sich dann in Form eines Blitzes entladen? Die Antwort auf diese Frage ähnelt ein bisschen der Frage, wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Die Erde trägt nämlich ein elektrisches Feld und dieses elektrische Feld ist ausschlaggebend dafür, dass sich in Gewitterwolken Ladungen trennen können. Auf der anderen Seite ist es so, dass ohne Gewitter und Blitze dieses Feld schon längst verschwunden wäre. Das heißt, die Blitze sind maßgeblich daran beteiligt, das Feld aufrechtzuerhalten. Ohne Feld gäbe es also keine Blitze und ohne Blitze gäbe es dieses Feld nicht. Im Gegensatz zum Magnetfeld der Erde, das jedes Kind kennt, dem man einmal die Wirkung eines Kompasses erklärt hat, ist das elektrische Feld der Erde den meisten Menschen völlig unbekannt, obwohl es viel, viel mehr Einfluss auf unser alltägliches Leben, nämlich auf unser Wetter hat. Das elektrische Feld der Erde ist das Feld einer Kugel. Die Erde ist ja eine große Kugel und dieses elektrische Feld der Erde ist auf den Erdboden hingerichtet. Das bedeutet, der Erdboden ist im Vergleich zur Atmosphäre negativ aufgeladen. Die elektrische Feldstärke ist gar nicht so ohne. Sie ist immerhin im Mittel über dem Erdboden etwa 130 Volt pro Meter. Das heißt, das Feld ist so stark, dass zwischen unseren Füßen und unserem Kopf typischerweise eine Spannung von etwa 200 Volt herrscht. Diese elektrische Spannung ist allerdings für uns völlig ungefährlich und wir nehmen sie in der Regel überhaupt nicht wahr, weil damit keinerlei Ladungstransport verbunden ist, denn die Leitfähigkeit der Luft und unserer Haut und unseres Körpers ist viel zu gering, um zu nennenswerten Strömen zu führen. Doch auch wenn wir dieses Feld in der Regel nicht wahrnehmen, hat es einen wesentlichen und entscheidenden Einfluss auf alles, was sich in der Atmosphäre bewegt, wie Regentropfen oder Schneeflocken. Und genau dieses Feld ist dafür verantwortlich, dass sich in einer Gewitterwolke Ladungen trennen können. Beginnen wir kurz noch einmal damit, wie überhaupt Gewitterwolken entstehen. Wir haben unseren Erdboden und wir haben unsere Atmosphäre. Die ruhende Atmosphäre, also unbewegte Luft, die wird vom Erdboden ausgehend nach oben immer kälter. Wir haben also einen Temperaturgradienten und die Temperatur der Atmosphäre, der nicht bewegten Atmosphäre, die können wir mit TA für Temperatur der Atmosphäre bezeichnen. Wir betrachten jetzt außerdem ein Luftpaket in der Nähe des Erdbodens, das zum Beispiel durch Sonneneinstrahlung erwärmt wird und wärmer wird als die umgebende ruhende Luft. Ein solches Luftpaket wird jetzt natürlich aufsteigen. Auch das Luftpaket, das kühlt sich beim Aufsteigen ab. Nun kommt es darauf an, ob es sich langsamer oder schneller abkühlt als die umgebende Luft. Wenn es sich schneller abkühlt als die umgebende Luft, dann hat es irgendwann genau die gleiche Temperatur wie die umgebende Luft und der Aufstieg wird zum Erliegen kommen. Wenn es sich dagegen langsamer abkühlt als die umgebende Luft, dann wird es immer wärmer sein als die umgebende Luft und dementsprechend ständig aufsteigen. Wenn das Verhalten eines Luftpaketes davon abhängt, wie viel Wasserdampf es enthält, dann spricht man von einer bedingt labilen Schichtung und das ist die Situation, aus der Gewitterwolken entstehen können. Denn Wasserdampf ist ja nichts anderes als ein Energiespeicher. Wenn wir Wasser verdampfen, müssen wir da Energie hineinstecken und wenn das Wasser dann wieder kondensiert, wird diese Energie wieder frei. Und dementsprechend, wenn ein feuchtes Luftpaket aufsteigt und das dazu führt, dass Wasserdampf zu Tröpfchen kondensiert, entsteht zum einen natürlich eine Wolke, aber gleichzeitig wird durch die frei werdende latente Wärme des Wasserdampfes diese Wolke bzw. die Luft darin zusätzlich erwärmt. Und dies kann eben die Quelle sein dafür, dass dieses Luftpaket ständig wärmer bleibt als die umgebende ruhende Luft. Und so entstehen dann eben Gewitterwolken, die bis in die höchsten Schichten der Atmosphäre bis in etwa 10 Kilometer Höhe reichen.
Noch einmal zusammengefasst, die bei der Kondensation frei werdende latente Wärme bewirkt eine zusätzliche Erwärmung, damit einen zusätzlichen Auftrieb und somit starke Aufwinde innerhalb einer Gewitterwolke. Durch diese Aufwinde werden natürlich auch Wassertröpfchen nach oben getrieben. Beim Aufstieg wachsen sie durch weitere Kondensation immer stärker an und gefrieren zu Eis. Irgendwann sind sie so groß, dass die Kräfte durch die Aufwinde nicht mehr ausreichen, sie weiter nach oben zu treiben, sondern dass sie stattdessen durch die Schwerkraft wieder nach unten beschleunigt werden. In einer Gewitterwolke haben wir also zwei Teilchenströme, nämlich Wassertropfen und Eiskristalle, die durch die Aufwinde nach oben getrieben werden, und Wassertropfen und Eiskristalle, die durch die Schwerkraft nach unten getrieben werden. Bis hierhin haben wir uns nur thermodynamische und mechanische Vorgänge angeschaut. Schauen wir jetzt auf die elektrischen Vorgänge. Die Wasser- und Eisteilchen in der Gewitterwolke befinden sich ja auch im elektrischen Feld der Erde. Das elektrische Feld der Erde sorgt jetzt dafür, dass jeder Eiskristall und jeder Wassertropfen polarisiert wird. Polarisierung bedeutet, dass unsere Partikel ein positives und ein negatives Ende bekommen. Sie bleiben zwar elektrisch neutral, aber die Ladungen sind nicht mehr gleichmäßig verteilt. In einem Eiskristall richten sich die Wassermoleküle entsprechend aus und in einem Wassertropfen können sich auch bewegliche Ladungen entsprechend verschieben. Wenn wir es mit Isolatoren zu tun haben, das heißt nicht leitenden Materialien, dann sprechen wir von Polarisation. Wenn wir es mit leitenden Materialien zu tun haben, dann sprechen wir von Influenz. Die Eiskristalle sind eher Isolatoren, die Wassertröpfchen sind eher elektrische Leiter. Genau genommen werden also hier die Eiskristalle polarisiert und in den Wassertröpfchen durch Influenz Ladungen verschoben. Das Endergebnis ist aber in beiden Fällen das gleiche. Beide Sorten von Teilchen erhalten eine positive und eine negative Seite und die positive Seite ist Richtung Erdboden gerichtet und die negative Seite ist nach oben, das heißt weg vom Erdboden gerichtet. Der wesentliche Punkt für die Ladungstrennung in einer Gewitterwolke ist nun, dass die Teilchen miteinander stoßen. Das heißt, Teilchen, die sich von unten nach oben bewegen, stoßen mit Teilchen, die sich von oben nach unten bewegen. Dabei berühren sich natürlich die unterschiedlich geladenen Seiten dieser Teilchen und das führt jetzt dazu, dass Ladungen zwischen den Teilchen übertragen werden. Die sich aufwärts bewegenden Teilchen geben Elektronen an die sich abwärts bewegenden Teilchen ab. Die Teilchen, die sich nach oben bewegen, bekommen dadurch eine positive Nettoladung und die Teilchen, die sich nach unten bewegen, bekommen dadurch eine negative Nettoladung. Neben dieser Aufladung durch Stöße gibt es noch einen weiteren Effekt. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie im Sommer mit dem Auto oder mit dem Fahrrad fahren, dass Sie relativ häufig irgendein Insekt ins Gesicht bekommen. Es klatscht Ihnen aber immer ins Gesicht und nie an den Hinterkopf. Genauso ist es mit den Teilchen, die sich durch die Luft bewegen. Auch die fangen in ihre Bewegungsrichtung Teilchen ein, weil sie nämlich mit allen Teilchen stoßen, die langsamer sind als sie selbst. Auf der Vorderseite werden also Teilchen eingefangen und wenn die Vorderseite positiv geladen ist, dann werden dort hauptsächlich negativ geladene Teilchen eingefangen. Und andersherum, wenn die Vorderseite negativ geladen ist, dann werden dort hauptsächlich positiv geladene Teilchen eingefangen. So bekommen also die sich abwärts bewegenden Teilchen alleine dadurch, dass sie sich durch die Luft bewegen und Ionen aus der Luft einsammeln, eine negative Nettoladung und umgekehrt die aufwärts bewegenden Teilchen eine positive Nettoladung. Die Bewegung der so geladenen Teilchen, die sorgt jetzt dafür, dass sich unsere Gewitterwolke unten negativ auflädt und oben positiv auflädt. Das heißt, dass eine elektrische Spannung zwischen dem unteren Ende der Wolke und dem oberen Ende der Wolke entsteht. Ohne das bereits vorhandene elektrische Feld der Erde wären die sich bewegenden Teilchen nicht polarisiert und würden deswegen auch keine Ladungen austauschen und einfangen. Ohne das elektrische Feld der Erde würde es also gar keine Ladungstrennung in einer solchen Gewitterwolke geben. Wie kommt es nun zu Blitzen zwischen Wolke und Erdboden? Bisher haben wir ja nur eine Ladungstrennung innerhalb der Gewitterwolke. Das erklärt uns noch nicht, wieso eine Gewitterwolke einen Blitz zur Erde schickt. Denn sowohl der Erdboden ist ja negativ geladen, als auch das untere Ende der Gewitterwolke. Und hier kommt das nächste Phänomen ins Spiel, nämlich die Influenz.
Das negative Ende der Gewitterwolke verdrängt nämlich jetzt die negativen Ladungen des Erdbodens und verschiebt sie. Und das funktioniert natürlich umso besser, je leitfähiger der Erdboden ist. Auf feuchten Oberflächen oder im Wasser können die Ladungen natürlich hervorragend verdrängt werden, denn Wasser hat ja eine gute Leitfähigkeit. Aus diesem Grund sollte man bei einem Gewitter auf jeden Fall immer aus dem Wasser gehen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blitz einschlägt, ist im Wasser besonders groß. Doch auch das reicht noch nicht, damit ein Blitz zwischen der Wolke und der Erde überschlägt. In der Regel findet zuallererst einmal ein sogenannter Vorblitz innerhalb der Wolke statt. Das heißt, innerhalb der Wolke erfolgt jetzt ein Ladungsausgleich vom oberen Ende zum unteren Ende. Durch diesen Vorblitz wird aber jetzt die Luft sehr, sehr stark ionisiert und damit leitfähiger. Und das ist dann die Voraussetzung dafür, dass der eigentliche Hauptblitz zwischen der Wolke und dem Erdboden stattfinden kann. Dadurch wird dann natürlich negative Ladung auf den Erdboden transportiert und diese negative Ladung des Erdbodens, die sorgt im Endeffekt dafür, dass das elektrische Feld der Erde aufrechterhalten wird. Ohne die Blitze würde sich das elektrische Feld der Erde innerhalb weniger Minuten abbauen. Tatsächlich treten erdweit gesehen mehr als 100 Blitze pro Sekunde auf und etwa 10% davon schlagen auch in den Erdboden ein. Diese halten das Erdfeld aufrecht. Und damit schließt sich der Kreis. Zum Schluss wollen wir uns noch ein hübsches Experiment anschauen, mit dem man auch im Labor oder in seiner Küche mit Hilfe von Wasser Hochspannung erzeugen kann, genauso wie es in einer Gewitterwolke passiert. Das ist der sogenannte Kelvinsche Wassertropfengenerator oder Kelvin Water Dropper. Er besteht aus zwei ringförmigen Elektroden, durch die man einfach Wasser tropfen lässt. Wenn eine solche Ringelektrode zum Beispiel positiv geladen ist, dann influenziert sie natürlich in ihrem Inneren einen negativ geladenen Wasserstrahl. Wenn der Wasserstrahl in Tröpfchen zerfällt, dann kann er diese negative Ladung behalten und nach unten transportieren. Das durch eine Ringelektrode getropfte Wasser trifft auf eine darunter befindliche Auffangelektrode und gibt seine Ladung an diese ab. Die linke Auffangelektrode ist nun mit der rechten oberen Ringelektrode verbunden. Wenn sich nun die linke Auffangelektrode negativ auflädt, bedeutet das, dass gleichzeitig auch die rechte Ringelektrode negativ aufgeladen wird. Nun bewirkt die rechte Ringelektrode, dass der Wasserstrahl positive Ladung nach unten transportiert zu der anderen Auffangelektrode. Diese ist nun wiederum mit der ersten Ringelektrode verbunden und lädt diese weiter positiv auf. So entsteht ein Prozess, der sich ständig aufschaukelt und auf diese Art und Weise kann man sehr hohe Spannungen zwischen den beiden Elektroden erzeugen. Zum Kelvinschen Wassertropfengenerator gibt es tolle Videos auf YouTube. Einfach mal Kelvin-Generator, Wasserfadengerät oder Wassertropfengenerator googeln und auf YouTube anschauen. Ein wunderschönes Video finden Sie auch im Lessons-Tool.